Continental heute ein Thema. Continental will nämlich die Antriebssparte, Powertrain heißt die, abspalten und an die Börse bringen. Gut, das ist soweit bekannt, aber die Meldung heute, dass eben diese Powertrain-Sparte auf Rendite getrimmt werden soll. Sie soll verschlankt werden, man will sich der lahmen und lahmenden Autokonjunktur irgendwo anpassen. Und das wiederum heißt im Klartext, von 32 Werken weltweit sollen 9 geschlossen werden. Die Continental-Aktie, und das ist oft das Gesetz der Börse, die da entsprechend positiv reagiert, wenn gespart wird. Die Continental-Aktie liegt marktkonform leicht im Plus. Was wiederum heißt, lassen wir uns über den DAX sprechen, der ist heute Morgen zum Handelsauftakt in Richtung 11.800 Punkte angestiegen, aber dort bleibt er dann auch. Also wir pendeln mit leichten Ausschlägen um diese, ich will sie mal nennen, Komfortzone um 11.800 Punkte, wie wir das auch schon in den vergangenen Tagen immer mal wieder festgestellt hatten. Diese Komfortzone scheinen auch die Derivateanleger hier in Stuttgart zu kennen und zu handeln. Liegt der DAX darüber, dann werden entsprechende Puts gekauft, Calls verkauft, antizyklisch, und eben liegt der DAX darunter, dann soll es wieder nach oben gehen, nach dem Willen der Derivateanleger, und Calls werden dann entsprechend gekauft, Puts eben verkauft. Ja, sprechen wir über die Derivateanleger im Einzelnen, die Einzelwerte. Nach einer Empfehlung kaufen Anleger in Stuttgart heute Puts auf das sogenannte Cable, das ist das Währungspaar britisches Pfund, US-Dollar. Und Klöckner-Aktien hossieren heute. Es gibt ja Gerüchte, wonach es ein Interesse gibt, seitens ThyssenKrupp Klöckner zu übernehmen. Und jetzt hatten wir viele Anleger gesehen, die Puts gekauft hatten in der Vergangenheit, eben auf Klöckner. Jetzt springt diese Aktie auf einmal an. Ja, zum Glück gibt es das sogenannte Stop-Loss-Verfahren, und diese Werte wurden dann entsprechend ausgestoppt. Also man könnte sagen, die Puts wurden dann verkauft. Die US-Börsenaufsicht SEC hat die Deutsche Bank zu einer Strafe verurteilt in Höhe von 16 Millionen Dollar wegen Verstoß gegen das Antikorruptionsgesetz. Gut, die Derivateanleger lassen sich dadurch nicht beeinflussen. Käufer und Verkäufer von Calls auf die Deutsche Bank halten sich die Waage. Aber Salesforce-Aktien klettern nach einer Prognoseanhebung, und long-positionierte Derivateanleger in Stuttgart drücken auf den Verkaufsknopf. Das heißt, das sind klassische Gewinnmitnahmen. Jetzt schauen wir voraus, die wichtigsten Termine. Der wichtigste Termin sicherlich liegt direkt vor unserer Flinte, vor unserer Nase. Um 16 Uhr heute Nachmittag, am Freitagnachmittag, gibt es dann die Eröffnungsrede von Jerome Powell, dem Fed-Chef der amerikanischen Notenbank, zur Eröffnung des Notenbankertreffens in Jackson Hole. Genau hinhören, was er sagt, wie er es formuliert, wichtig für die weitere Geldpolitik, nicht nur der amerikanischen Notenbank. Dann sind wir nächste Woche soweit mit dem Montag. Da haben wir zunächst einmal das IFO-Geschäftsklima, den Geschäftsklima-Index und den Auftragseingang der langlebigen Wirtschaftsgüter. Zahlen gibt es auch von Einhell. Das war's. Gedanklich schon am Dienstag. Die Erzeugerpreise aus Deutschland, das Verbrauchervertrauen aus den USA und die Einzelhandelsumsätze. Das ist das Redbook. Dazu Zahlen von Autodesk und Barnes & Noble. Der Mittwoch mit dem GfK-Konsumklima für September, die Rohöllagerbestände, außerdem Zahlen von der EDRG, von Greif, von Gess, RTL und Tiffany, die mit den goldenen Ringen, und der Donnerstag mit den Verbraucherpreisen aus Deutschland. Weiter haben wir noch das Bruttoinlandsprodukt der Amerikaner, ist dann schon die zweite Veröffentlichung. Dazu Zahlen von Abercrombie & Fitch, dem amerikanischen Modelabel, Best Buy, Dell, Fielmann, GK Software und Vita 34. Das sind die mit dem Nabelschnurblut. Und dann sind wir schon am Freitag. Da haben wir zum einen die Verbraucherpreise aus dem Euroraum, das Konsumklima der Uni Michigan, die endgültigen Zahlen, die endgültige Erfassung dann am Freitagnachmittag. Dazu Zahlen von der Deutschen Entertainment AG, Linde, Isarvision und Adesso. Das war's. Die Woche ist rum. Mit einem kleinen Plus gehen wir raus ins wohlverdiente Wochenende. Machen Sie es gut.